Ja, durch Europa, ähnlich wie in der Formel 1, die Teams in großen Trucks an die Rennstrecken. Teilweise hoch oben aus dem skandinavischen Norden kommen die Teams mit ihren Bussen zu den Events, wo sie dann auch übernachten. Ein zweites Zuhause für die Fahrer während des gesamten Rennwochenendes. Wir fragten den Schweden Per Eklund, wie das Ganze bei ihm ausschaut. Während der Saison ist der Bus alles, was wir haben. Das Problem ist, dass wir nicht mehr nach Hause können. Wir müssen von hier aus direkt zum nächsten Rennen. Also lebt ihr hier im Bus? Ja, wir leben hier drin. Meine zwei Autos sind dabei. Der Bus ist Werkstatt, Büro und Wohnung in einem. Wir können fast alles mit diesem Bus machen. Es ist eine harte Arbeit hier unterm Vorzelt. Wie lange hat die Reise von Schweden bis hierher gedauert? Gut zwei Tage haben wir gebraucht, ohne Stopp. Wir sind bis zu drei Fahrer und wechseln uns alle 4 bis 5 Stunden ab. Gestoppt wird nur alle 1000 Kilometer, um zu tanken. Die Zuschauer, sie sind bereit für weitere Action hier in Faleras. Der nächste Vorlauf steht an in der Division 1 mit Lokalmatador François Dumas in seinem gelben Audi S2 und Jirovec aus Tschechien mit dem Skoda Octavia. An der Spitze François Dumas, gefolgt von Jirovec aus Tschechien. Übrigens ist der Octavia das gleiche Auto wie in der Rallye-Weltmeisterschaft, nur mit wesentlich mehr Pferdestärken. Die Nummer 33, François Dumas. Mit einem fehlerfreien Rennen bislang. Vor heimischem Publikum zeigt er, was er drauf hat. Er führt vor Jirovec. Dann kommt Stefan Baldo und Anna Hane, die einzige Dame hier im Männerfeld. Jirovec hat aber zwischenzeitlich Probleme mit einem Dreher. Kommt er ganz nach hinten auf den letzten Platz. Und vom letzten Platz kommen wir zum ersten. Dort steht immer noch François Dumas, der diesen Vorlauf für sich entscheidet. Die Vorläufe, sie sind entscheidend für das eigentliche A-Finale. Alle Piloten müssen durch drei Heats. Nach drei Vorläufen steht der Fahrer mit den wenigsten Punkten dann auf der Pole-Position im eigentlichen Rennen. Jos Kuipers, die Onboard-Perspektive vom Holländer. In diesem Rennen hat er's mit dem Altmeister Per Eklund im gelben Saab zu tun. Doch hier macht Jos Kuipers einen gravierenden Fehler, kommt zu weit nach außen und der Schwede zieht an ihm vorbei und holt sich die Führungsposition. Dritter hinter Eklund und Kuipers ist Marko Jokinen, kurz zu sehen im roten Citroën ZX. Und achten Sie mal auf seine rechte Vorderpartie, mächtig zerstört. Lediert aus dem Startgewühle. Kuipers. Er ist dran an Per Eklund, aber kommt nicht am Schweden vorbei. Der Schwede, er ist natürlich mit allen Wassern gewaschen, weiß natürlich, wo er Kuipers die Tür zumachen kann, wie er ihn hinter sich lassen kann. Und den Sieg, den holt er sich auch verdient vor Jos Kuipers und Marko Jokinen. Die Rallycross-Europameisterschaft, sie wird immer populärer und damit auch professioneller. Für die Sponsoren der Fahrer natürlich ein wichtiger Punkt. Per Eklund lud seine Gönner nach Faleras ein und ließ im Teamzelt ordentlich auftischen. Doch vom Essen zum Rennen, der letzte Vorlauf des Wochenendes. Und der hat es richtig in sich. Jokinen, Kuipers und ein weiterer Topfahrer, Michael Jernberg im weißen Ford Focus. Die Spannung, sie ist förmlich zu spüren, elektrisierend am Start. Und wer kam am besten weg? Das ist Michael Jernberg im weißen Ford Focus, übernimmt er die Führung. Jernberg führt vor Jokinen und Kuipers. Kuipers momentan auf einem undankbaren dritten Platz.
Denn nur mit Platz 2 schafft Kuipers noch den Einstieg ins A-Finale. Kuipers, er versucht alles Mögliche, um Jokinen noch zu überholen. Und dann packt er die nicht so elegante Lösung aus und schiebt Jokinen von der Strecke. Hier nochmal in der Onboard-Perspektive genau zu sehen. Zack. Und aus, au revoir, Marco Jokinen. Das ist der Führende, Michael Jernberg. Er holt sich den Sieg in diesem Vorlauf. Das Finale der Division 2 steht danach auf dem Programm. Die Zuschauer sind bereit und auch Ronny Schevenels. Ich werde versuchen, gleich in der ersten Kurve außen vorbeizugehen. Ich starte im zweiten Gang, um mein Getriebe zu schonen. Wenn das nicht klappt, steuere ich den dritten Platz an, da die französischen Gastfahrer in der Europameisterschaft nicht in die Wertung eingehen. Und somit hätte ich die volle Punktzahl. Da sind wir natürlich gespannt, ob die Rechnung von Ronny Schevenels da aufgeht. Beim Start hat er auf jeden Fall sofort die Nase vorn. Rechts im gelben Golf sehen Sie den Belgier, wie er die Führungsposition vor Poirier übernimmt. Ronny Schevenels, Zweiter beim Auftaktrennen vor 2 Wochen in Sedlčany. Poirier will natürlich vor seinen Fans hier, vor heimischem Publikum, den Sieg holen. Nichts anderes zählt hier für den Franzosen. Und Poirier, er ist dran an Ronny Schevenels. Und schauen Sie jetzt mal, wie er locker an ihm vorbeizieht. Eigentlich ein unmögliches Ding, aber die Lösung, sie kommt sofort hinterher. Wir schauen mal in die Onboard-Perspektive von Ronny Schevenels, dem Belgier. Und achten Sie mal auf den Schaltvorgang von Schevenels. Jetzt. Da verschaltet er sich und verliert natürlich wertvolle Drehzahl. Und Poirier nutzt dies aus und schiebt sich somit an die erste Stelle. Ronny Schevenels, er versucht den Speed des Mégane-Piloten standzuhalten. Aber der Franzose beflügelt auf dem Heimkurs, steht er weiterhin auf der ersten Stelle und blockt Ronny Schevenels gekonnt in jeder Ecke ab. Und am Ende holt sich Michael Poirier mit der Nummer 151 den Sieg hier in Falleras der Division 2. Volle Punktzahl für den Franzosen. Ronny Schevenels kommt erneut wie in Sedlčany auf Platz 2. Das die ersten drei bei der Champagnerdusche. Poirier, Schevenels und Vlastimil Bohacek. Die restlichen im Überblick. So, und jetzt sind wir bereit für die ganz Großen der Rallycross-Europameisterschaft. Und das sind die Piloten des A-Finale aus der Division 1. Kenneth Hansen und Per Eklund stehen in der ersten Reihe, doch der Start, er wird gewonnen von Jean-Luc Payet. Der Franzose übernimmt die Spitze vor Kenneth Hansen und Per Eklund in seinem gelben Saab 9.3. Per Eklund, er knabbert an der Stoßstange von Kenneth Hansen. Die Piloten, sie müssen hier äußerstes Feingefühl aufweisen, denn 550 PS auf so einer anspruchsvollen Strecke richtig einzusetzen, das sicherlich nicht ganz einfach. Die ersten drei immer noch in der gleichen Reihenfolge. Kenneth Hansen im roten Citroën, er wehrt sich da den Angriffen vom Schweden Per Eklund. Auf Platz 4. Im bekannten weißen Ford Focus, das ist Michael Jernberg. Jean-Luc Payet weiterhin an der Spitze. Dann Kenneth Hansen, der Meister vom letzten Jahr. Per Eklund und Michael Jernberg auf der 4. Position, gefolgt vom Holländer Jos Kuipers. Der Franzose vorne,
ohne Probleme und ohne einen Fehler. Er fliegt seinem Sieg in Falleras entgegen. Aber er sollte Kenneth Hansen nicht unterschätzen und auch nicht abschreiben. Der Schwede, ein Kämpfer bis auf den letzten Metern. Hier versucht es Kenneth Hansen nochmal. Doch Payet, er hat alles unter Kontrolle. Anflug auf die Spitzkehre. Kenneth Hansen im Heck vom Franzosen versucht es erneut auf der Innenbahn. Aber die bessere Rausbeschleunigung hat Jean-Luc Payet und ist immer noch in Führung. Und die lässt er sich auch bis zum Ende nicht mehr nehmen. Jean-Luc Payet im Citroën holt sich den Sieg im heimischen Falleras vor Kenneth Hansen und Per Eklund. Beim Start bin ich volles Risiko gegangen. Für mich gab es nur Hop oder Top, Fehlstart oder Superstart. Diesmal hat's geklappt. Jean-Luc hat einen super Start hingelegt. Danach war ich die ganze Zeit dran, aber auf der Innenseite war er einfach zu clever und hat immer wieder die Tür zugemacht. Ich hatte zwar noch einige Male die Gelegenheit, ihn zu überholen, aber leider hat es nicht gereicht. Der Sieger, er heißt Jean-Luc Payet vom A-Finale in der ersten Division. Zweiter wird Kenneth Hansen.